Hallo Stepswelt, mega cool, dass du dir unser Steps Teaching Video anschaust. Wir freuen uns, dass wir gemeinsam kleine Schritte im Glauben gehen können und gemeinsam mit Jesus vorwärts gehen können. Hast du auch schon Situationen erlebt in deinem Leben, wo du dich gefühlt hast, als wärst du mitten im Dunkel und als wärst um dich herum finster und du brauchst dringend ein Wunder, du brauchst es, dass Gott eingreift, dass Gott was in deinem Leben tut, dass Gott irgendwie in deinem Leben was verändert, ja, ein Wunder tut. Genauso haben sich 10 Aussätzige gefühlt, die zur Zeit von Jesus gelebt haben und die an ihrem Leben verzweifelt waren. Wegen ihrer Krankheit waren sie sozial isoliert, sie waren körperlich entstellt und konnten überhaupt nicht am sozialen und kulturellen Leben teilnehmen. Und sie setzen ihre Hoffnung auf Jesus und erwarten, dass er ihre Finsternis durchbricht und in ihr Dunkel reinkommt und ein Wunder tut. Und sie begegnen Jesus und bitten ihn darum, ein Wunder zu tun. Und normalerweise würden wir erwarten, dass Jesus jetzt sofort was tut, dass er ihnen die Hände auflegt, dass er irgendwie so einen Brei anmischt und sie damit einreibt oder dass er Feuer vom Himmel kommen lässt, dass er eingreift. Aber Jesus sagt zu ihnen, geht und zeigt euch den Priestern. Wenn ich einer von den Aussätzigen gewesen wäre, ich wäre total enttäuscht gewesen. Ich hätte mir gedacht, ja, was soll das jetzt? Jesus, warum greifst du denn ein? Warum tust du nichts? Aber sie machen sich auf den Weg und was jetzt passiert, ist echt genial. Auf dem Weg dorthin wurden sie gesund. Es macht mir so Mut, weil ich sehe, dass Jesus kleinen Schritten große Bedeutung schenkt. Jesus sieht es, dass sie in Glaubensschritt gehen. Und er segnet es und er tut das Wunder, auf das sie warten, als sie sich in Bewegung setzen. Leben mit Jesus ist Leben in Bewegung. Und oft bleiben wir stehen und warten auf das Wunder. Aber Jesus möchte, dass wir diesen einen Schritt gehen. Dass wir diesen einen Schritt ins Dunkle gehen und sehen, wie er das Licht anmacht. Und das wünsche ich mir, dass ich das in meinem Leben erlebe, dass du das erlebst, dass wir mutige kleine Schritte gehen und sehen, wie Jesus eingreift. Jesus gibt kleinen Schritten große Bedeutung. Mach's gut und hau rein.